ein fröhliches Ja und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Games Tycoon 2 hier mit dem Tigo. Und wir haben bald die 1 Million Fans-Marke geknackt. Pulli Special Weapons hat mittlerweile schlechte Tendenzen aufgenommen. Das ist eh absolut abgrundtief. Oh, doch nicht. Haben sich wohl meine Guesses ins Ungewisse wohl bezahlt gemacht. Deswegen können wir auch direkt alte Engine upgraden, nämlich die Woplay ist das, glaube ich, ne? Woplay Plus. Woplay Plus Engine auf neueste Grafik, neuester Scheiß, neueste Kacke. So, und damit geht das ab, die Katz. Schraubst du hier den Preis auf eine leckere, schmeckere 30.000 hoch. Und die Entwicklung nimmt Fahrt auf. Kenny Delay, Kenny Delay, das war dein absolut tief. Du tust dir jetzt eine Füße tüdeln. Finde ich gut. Deswegen würde ich sagen, gehst du in die Soundabteilung. So, der Kenny ist mittlerweile. Kenny ist gut. Wer ist noch? Du bist nix. Ja, du musst eigentlich programmieren lernen. Warum wirst du nicht besser? Josef Junghack. Ja, du musst unbedingt besser werden. Du musst auch schneller besser werden. Warum werdet ihr nicht einfach schneller besser? Ihr Boys. Von du, Simone Vogt. Simone, bitte. Bitte werde doch gut. Ja, Kenny. Kenny muss auch lernen. Kenny muss lernen, vernünftig zu arbeiten. So. Joa. Also wir können bis zu 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele gleichzeitig arbeiten. Ja, fünf. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 5 habe ich? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, aber TNT so schlecht läuft, dass ich einfach gegambelt habe. Auch gut. Beam Machine ist draußen, alles klar. Deswegen nehmen wir das Spiel vom Markt, nämlich The Constructure. TNT. Nee, das ist ja mächtig. Ich möchte TNT verkaufen. Wochenendverkauf 100. Ich würde gerne wissen, kann man das irgendwie sehen bei seinen Spielen? Meine IPs, Amusement Year ist nichts drin. So, The Construction ist da mittlerweile. Da ist auch nichts drin. Was ist denn da nicht so was drin? Das ist interessant. Was steht da? Bestes Spiel, schlechtes Spiel, aha. Durchschnittsbewerb, bla, ja, ja. So, ich will aber wissen, kann ich das irgendwo sehen? Keine Ahnung, Spielberichte. Wo kann man das denn sehen? Ich will wissen, warte mal. Review, alles klar. Fanbriefe, nein, ich will wissen. Da. Da steht's. Kills for the Gang hat 360 Wochen auf dem Markt. Das nur noch die Hälfte. Und hat fast genauso große. Ja, ich lass echt abklingen. Das ist das Problem. Ich mach halt nichts. Ich weiß, ich könnte The Construction nochmal richtig stark wiederbeleben. Aber ich will nicht. Ich will nicht, ist das Problem. Ich habe da nicht die Motivation zu. So Leute, werdet fertig. Ja. Wir müssen langsam fertig werden. So, wie sieht das hier aus? Wer ist noch beschäftigt? So, ihr seid hier auf letzten Zügen. Ihr seid nicht auf den letzten Zügen. Warum bin ich so langsam? Was ist mir gerade runtergefallen?
Ein Stift. Warum fällt denn hinter meinem Schreibtisch ein Stift einfach so runter? Woher kommt der Stift, ist die Frage. Und warum liegen da so viele Kabel? Das ist ganz gefährlich bei mir, wenn bei mir hinten irgendwas runterfällt oder mit den Füßen irgendwo falsch hinkommen, reiße ich alles um, weil da so viele Kabel liegen. Einfach so auf dem Boden. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Das müsst ihr mir glauben. Huh. So, also. Das ist das größte Problem, da die noch nicht fertig sind. So, warum seid ihr noch nicht fertig? Ich weiß nicht. Wir müssen unbedingt die Entwicklung, also die Game-Tester ausbauen. Game-Testing erstellen, bitteschön. Was sind das eigentlich, viele Game-Tester? Ha. Nicht unbedingt. Aber in Zukunft muss die Game Testing hier arbeiten. Dafür müssen wir aber es schaffen, dass da mehr Game Tester drin arbeiten. Damit die mehr Druck schaffen. Ja, wisst ihr, mehr Druck muss dahin. Und wir brauchen neue Dings, Leute, hier. Neue Graphics. Ja, ich stelle die Banner ein. Willkommen an Bord. Die sind halt noch die besseren. Yes! Hä? Ich finde das schade. Dass das backt. Und Trigger halt immer nur mit. Ja, das ist das traurig. So, mal gucken. Und dann wollen wir mal gucken, ob was wir gewonnen haben. Aber, oh Gott, ich hab vergessen, dass wir so viel. Also anscheinend gewinne ich immer nur das, was mir angezeigt wird. Na, herzlichen Glückwunsch. Mittlerweile weiß ich nie mehr, wohin mit den ganzen Plotten. So, hier. Grafiker kriegen hier noch so eine lustige Trophäe. Ist mir sowas von Wurst. Ist mir Wurst. Ich find's aber schade, dass das so Bugs hat. Ja, das finde ich echt schade, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Das finde ich schade. So, wir haben uns hier nur noch 10.000 Leute. Wie viel machen wir? So, wenn meine Support-Abteilung gar nicht so hinterher kommt. So. Stehen hier wie viele? Das Problem ist auch, die letzten Tage oder Wochen kam kein neues Mid-Games-Update mehr. Das heißt, wir können auch nicht mal gucken, ob es neue Features gibt, da ja keine neuen Updates kommt. Deswegen kommt auch so selten so Mid-Games-Track, weil ich eigentlich immer nur eine Folge rausbringen, wenn ein neues Update kommt, aber da so selten jetzt noch ein neues Update kommt im Vergleich zum Mal, müssen wir halt erstmal so klarkommen, ne? Ich glaube ja, dass dieses Safe-Game mittlerweile absolut verbuggt ist, deswegen werden wir auch nur noch 5 Jahre hier spielen. 6, sorry. Bald nur noch 5. So. Da wir 2 Entwicklungen haben und wir pro Jahr wirklich eine schaffen. Ne, jetzt nur 5 Jahre. Ne, müssen wir das nur noch alles patchen. Ich würde sagen, fortsetzen. So, was sagen eigentlich hier, was sagt der Bericht? Der Bericht sagt absolute Katastrophe mit so vielen Bugs. So, hochentwickelte KI. Die sind absolut lahmarschig. Leute.
müsst ihr vielleicht besser neue Technik kriegen, damit ihr schneller seid. Ja, etwa. Ja, nein. Wow. Ich glaube, ich brauche einen neuen Stuhl. Oder wir brauchen neue Tische, das kann auch sein. Jawohl, jetzt wird das besser. Wenn das weiter zunimmt, müssen wir wahrscheinlich mal neue Möglichkeiten abwägen. So, wie sieht das aus? Die Bugs werden langsam gefixt. Oder seid ihr mittlerweile so weit, ihr seid noch gar nicht so weit. Werdet fertig, ihr Idioten! Los! Musik aus! ZZ! So. Schön ist, da die ja jetzt polischen an dem Spiel. Wäre das ja automatisch auch noch besser, weil die. Verstehe. Ne? Fortsetzen. Ich würde sogar behaupten, dass die schneller fertig werden. Weil. Oh, nee. Was denn? Da hängen die und die hängen da. Hier hängt noch einiges. Also, die sind noch nicht so weit. Die sind noch nicht so weit. Ne, die sind noch nicht so weit. Die hier. Die sind nicht so weit. So, Leute, wie sieht das aus? Da unten. Seid ihr auch mittlerweile am Pilschen? Werdet fertig, ihr Idioten. Jetzt mal bitte hier. Crunchtime hat begonnen. Jetzt macht Druck. Druck. Jetzt. Ja, geht doch. Geld. 1 Millionchen. So, Bugs. Jawoll. So, was hat der eigentlich hier für einen Bericht? 50 bis 70. Ja. Okay, Leute. 40 bis 60. Okay. Sind die Bugs. Wir reden uns so lange ein, wie es geht, sind die Bugs. Ja, zu notwendig das Spiel noch hier beiseite legen, also hier reinlegen, dann noch einen Mitarbeiter ein bisschen rumentwickeln lassen und dann hoffen mal auf das Beste. Ja, dann hoffen wir weiter auf das Beste. So. Die sind mittlerweile fertig. Die sind nicht mal ansatzweise fertig. Hier fehlt noch ein bisschen was. So, deswegen Druck! Fertig werden. Wir wollen releasen. Werde fertig. Ich will releasen. So. Das ist mittlerweile so weit, wo ich sagen würde, wir können Mines and Caves automatisch beenden. Ja, das hat mittlerweile so wenig Verkäufe. Und ich muss niesen. Achtung, fertig. Hui. Danke. Gesundheit, Tibo. So, neuer Trend, neues Geld. Sehr schön. Die sind noch am Entwickeln. Die sind am Bugfixing. Die sind auch am Bugfixing. Die sind irgendwie schneller am Bugfixing als ich. Mit größerem Team und geileren Leuten. Ach, ja, Leute, was machen wir? Wir gucken mal, wo denn gute Mitarbeiter sind. Ja, herzlichen Dank auch. Endlich mal ein toller Mitarbeiter. Ich begrüße Sie in der neuen Abteilung. Wir brauchen neue Mitarbeiter. Ich brauche Mitarbeiter, die können, die Sachen machen können. Wie sieht's aus? Leute, nö. Oh, wow. Langsam gefällt's mir, Schnuckelchen.
Langsam gefällt es mir. So, Leute, wie sieht's aus? 80 Bucks im Vergleich zu den 70 Bucks. Das wird langsam traurig. Wir holen aber auf hier mit der Hauptkarte. Mit der großen Entwicklung holen wir auf bei den Bucks. So, Leute, 60 Bucks, 65 Bucks, 65 Bucks, die haben 62, 54, die haben 59, wir haben die Bugfix überholt. Ja, mit dieser Manpower müsste das auch, muss das auch klappen. Haben wir mittlerweile einen guten Bericht. Wir haben mittlerweile, wir haben mittlerweile richtig guten Bericht. Da könnte man doch sicher nochmal hier ein bisschen Spezialmarketing, ohne Marketing. Also, Leute, wir probieren eine Vorabpresse-Version. In der Hoffnung, dass die hier uns ein paar Pluspunkte geben. Ja. Das ist ein gutes Spiel. Ich glaube an mich. Ne? 70 bis 90, da ist viel Spielraum. Ich will kein Overhype, da wir dann 100er brauchen oder sowas. Ne, sonst lohnt sich das nicht. Ne, und wir haben halt was. Ne, so, und jetzt können wir gucken. 70 bis 90, ja. Also, wir warten noch kurz, dass hier die Presse mir eine Mitteilung gibt. Ja, ich hätte gerne noch die Pressemitteilung, was die mir sagen, wie es Plus gibt. Die Presse hat die Vorabversion deines Spiels ausführlich getestet. In sämtlichen Briefen wurde das Spiel gelobt. Wir können davon ausgehen, dass sich dieses Ergebnis positiv auf die endgültige Bewertung auswirkt. Alles klar. Sehr schön. Das ist doch top. Dass das so ist, dann ist das super. So, Leute. Also, wir haben, glaube ich, alle, ne, der Bericht sagt 70 bis 90, das passt. Dum, das sieht gut aus. Also, machen. Ne, machen wir, habt ihr gehört, wir machen's. Wir tun's. Ja. Spielentwicklung abschließen. So, Leute. Was ist denn wo? Really? Ja, Mama, drei Wochen. Oh, ich hab mir ein O gemacht. Ups. Huch. Boah, schlecht. So, Leute, was sagst du? Jetzt bitte. Das ist schon wieder ein Kackspiel. Warum mach ich denn eigentlich immer einen O? Interessant. Ich hätte ein normales Spiel gemacht. Na egal. Wie viel machen wir mal? Ich weiß nicht, wie viel wir pro Woche machen. Vielleicht sagen wir machen 70. Irgendwann mal sicher nur 20. Können wir vorstellen, ne? So, und hier machen wir dann 10. Ja, dann heißt wir haben 100 auch aktuell in Produktion. So, Leute. Big Elite macht ein... Nee, die macht Pause, seid ihr mittlerweile fertig, ihr seid fertig, wunderbar. Das heißt, Engine entwickeln, alte Upgraden. Bums. Denn ihr kriegt jetzt, was kriegt ihr rein? Hochentwickelte KI, ja, hochentwickelte KI. Hochentwickelte KI. So, das kostet auch nochmal 5000 extra. Here we go now. So, jetzt kommen die Updates Maker hier, die Updates Maker und Maken hier für die für spezielle Wappens. Jetzt habe ich vergessen. Ich habe wirklich vergessen. Ja. Aufzurufen. Wie viel gedingst hat, wisst ihr? Wie viel hier, sag schon, wie viel Punkte das, was
der Bericht gesagt hat, das Review. Und ich wollte jetzt noch ganz kurz gucken. Die IP hat endlich mal ihr Gesamtgewinn. Okay. Also. Da. Da steht's doch. Aber das wollen wir noch gar nicht angucken. Also, wir haben das erste Spiel, waren 76er. Ne? Das war auch das schlechteste, das neueste ist 87er. So. Also, was haben die denn früher gesagt? Also 1995 haben die gesagt, dass das Gameplay bietet umfangreiche und andauernd Spielspaß. Technisch nutzt die Grafik alles aus, was heutzutage möglich ist. Sehr beeindruckend. Die glasklaren Soundeffekte und der wundervolle Soundtrack übertrümpfen den Konkurrenz. Die durchdachte und einfache Bedienung setzt neue Maßstäbe. Schlussendlich, dieses Spiel bietet alles in allem eine ganze Menge fürs Geld. Und heutzutage haben die gesagt, in diesem Review geht es um die Fortsetzung zu Bully Special Weapons. Wir prüfen für euch, ob sich der neueste Teil der Reihe lohnt. Die Handlung und das Gameplay sind einfach klasse. Von Langeweile nichts zu sehen. Selbst ein Unterwäschemodell könnte mich nicht dazu bringen, meinen Blick vom Spiel abzuwenden. Model. Noch nie hatte mich Sound in einem Spiel so tief berührt. Von Anfang bis Ende ist es Emotion pur. Die durchdachte und einfache Bedienung setzt neue Maßstäbe. Fazit, ein großartiges Spiel, was in jede Sammlung gehört. Und wir haben Gameplay-Probleme. Ui. Damals hatten wir keine Gameplay, doch wir haben immer Gameplay-Probleme. Wir haben echt riesige Gameplay-Probleme. Das ist mein Problem. Ja. Richtig Gameplay-Problem nicht weg. Und wir haben mittlerweile, oh Gott, wir haben 1 Million Fans! Und eine zu kleine Support. Hat's wegen gewundert mich nicht. Oder das heißt, wir werden jetzt kleine Strukturierungsmaßnahmen leider machen müssen. Ja, Pause. So, wir werden jetzt hier die kleine Support nicht verschieben. Abbruch. Ja. Ihr gibt's für Fanshop, gibt's noch nicht. Kundensupport gibt's schon viel. So macht Kundensupport. Support. Denn wir müssen langsam hier ein paar Leute besänftigen. Ja, langsam müssen wir hier echt Marketing und Support anwerfen. Ne? So Leute, hoppala. So ran hier. Mit der jungen Pferdchen. Ja, ran hier mit der jungen Pferdchen. So, in 2 Wochen, wir haben schon 6.000 Bestellungen. Sehr schön. So, ihr, ihr seid fertig. Stimmt das? Ist jetzt der neueste Scheiß in der Engine drin? Alte Engine Upgrade. In der Worldplay Plus. Ne, nicht Ultimate, sondern der Plus hier. Wo ist die? Da ist ja alles drin, was drin ist. Anscheinend, damit haben wir das Neueste vom Neuesten. Das heißt, jetzt wird der Nachfolger entwickelt. Spiel entwickeln! Fortsetzung zu... Wir müssen natürlich... Ich bin halt ganz ehrlich, ich muss halt die Spiele fortsetzen, die gut Geld machen, Leute. Ne? Ja, das bleibt bei Massively Online Multiplayer. Lizenz lassen wir, Engine mit der besten Roleplay Engine of the World. Der aktuellsten Roleplay Engine. So Leute, also fang mal an mit der PC. Dann mit der Pony. Dann mit der Buckel und dann mit der Mini. Mit der Mini, so, wir haben hier mittlerweile ein bisschen Erfahrung und Neustand. Die Cheat ist die Krennel. Kochnull, hier Kochnull, Bums, tatala. Kopierschutz gibt's nicht. So, deswegen werden wir jetzt mal gucken, was uns so die Berichte sagen von hier rumpampam. Wo ist denn das jetzt, das Spiel? Erscheinungsdatum. Nein, wir machen Review. Ja. The Constructor 2. So.
40, 30, 15, 10, 15, 10, 15. Da habe ich was nicht. Nochmal, da muss ich mir nochmal anschauen. 40, 30, 15, 50. 40, 30, 15, 15. So. Hätten wir das schon mal. So, wir haben die Einstellung vom letzten Mal. Das heißt, wir werden uns jetzt hier von so Konstruktor. Mal anschauen, was die uns so gesagt haben. Also. Story, Spiellänge. Story, Spiellänge. Story, Spiellänge. Tiefe, Core, Charakter. Story. Charakter und Spiellänge. So. Story, Charakter, Spiellänge. So, die habe ich jetzt alle angetascht. So, die Frage ist natürlich, was hatte ich bei The Constructor als 7? So, jetzt muss ich mir echt langsam überlegen, was ich wegstreiche. Frage ist, haben die sich bei Zugänglichkeit beschwert? Nein. War das jetzt eigentlich passend bei The Constructor 2? Deswegen werden wir da jetzt so ein bisschen umdrehen. Also ich muss halt irgendwie ein paar Sachen umändern. Weil das kann, ich kann halt nichts, was nicht passt, kann ich halt nicht lassen. So, und ich weiß jetzt nicht, was haben die jetzt gesagt zu Core Game. Also Core. Casual. Ich muss mich halt hier so ein bisschen durchklickern, um zu testen, was ist hier mit zu sehr casual. So, also, wir haben hier rumgedreht. Das heißt, wir werden jetzt hier, habe ich Spiellänge eingespart zum letzten Mal? So, ich weiß halt nicht die Entwicklung. Ja, da habe ich rumgedreht. Alles klar. Die werden wir jetzt auch wieder ein bisschen einsparen. Ich weiß halt nicht, wie ich jetzt... So. So, ganz ehrlich, ich werde bei der Story das beilassen. Damit ich hier keinen Sprung mache. Ich weiß, Story ist das nicht. Also sind in der richtigen Richtung, wisst ihr? Oder? Soll ich das tun? Ach komm, ich lass das so. Drauf gepfiffen, drauf geschissen. Aber eigentlich muss das ein gutes Spiel werden, deswegen. So. Ja. Und go. Das war klar, dass das jetzt der High-End-Klatsch wird. So, Aufgabe verschieben. Ihr seid mittlerweile besseren. Nicht Bugs wissen.
Ich wollte sagen, ihr seid mittlerweile die besseren Leute hier für mich. Das heißt, ihr werdet jetzt euch darum kümmern. So, seid ihr die... Nee, die sind weiterhin die besseren, ne? Seid ihr die besseren? Auf jeden Fall, glaube ich, seid ihr die Beste. Oder wenn ich mal gucke hier, Musik. Ja, ihr seid... ab 3 Grüne und wie viel habt ihr? 2 Grüne. Okay. Die sind zwar größer, aber ich muss hier halt ein gutes Spiel auf die Beine stellen, Leute. Das heißt, wir müssen hier High-End-Qualität anbringen. So, ihr seid echt mies. Bleibt aber nicht viel übrig. So, jetzt, was fehlt noch? Grafik fehlt, ne? Ja, bleibt halt nicht so viel übrig, außer die zu nehmen. So, damit wären das, glaube ich, alles. Und wir geben Gas. So, Police-Spezialwaffen, das kriegt schon ein Update von mir. Ne, ihr tut unterstützen. Ne? Haben wir hier mittlerweile alles? Ne, ihr habt noch immer nicht alles. Wir sind hier noch immer nicht komplett durch. Ne, wir sind noch immer nicht komplett durch. Ich brauche einen neuen Game-Testing hier. Nix, du, dich, du. Und damit ist auch schon 30 Minuten wieder um. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Und dann noch Tschüss und mehr. Ciao.